begrüßen zu dürfen. Wedel zeigt sich von seiner besten Seite. Wir haben heute den ersten Schnee. Mein Name ist Nicole Weller. Ich habe im Juni diesen Jahres mit Hüseyin Inak und meiner Tochter Charlene Glark die Facebook-Gruppe Wedeler helfen Flüchtlingen gegründet. Wir sind mittlerweile stolze 1200 Mitglieder, helfen ganz spontan, wo Dinge gebraucht werden. Und ja, wir besorgen eigentlich alles, was wir können. Gut, ich wünsche allen viel Spaß, viel Freude und viel Unterhaltung. Die haben sich hier alle ganz, ganz viel Mühe gegeben. Vielen Dank. Ich bin Matthias Schwarz, ich gehöre zum Orga-Team, bin in der Hilfe eher so für die integrative Arbeit und solche Dinge wie Freizeitgestaltung, Information etc. zuständig. Khoshamedi, Ahlan wa Sahlan, Hun Bihir Hatin, Mir Se Dini, Hoshgeldenis, You are welcome, herzlich willkommen. Dafür stehe ich und dafür setze ich mich ein für eine weltoffene Gemeinde Wedel. Mein Name ist Heidi Keck. Ich komme hier in dieses Orga-Team, weil ich zur Gruppe der sogenannten Begrüßerinnen und Paten gehöre. Wir sind eigentlich die Ersten hier in der Stadt, die unsere neuen Mitbürger kennenlernen. Wir holen sie ab, wir bringen sie zu ihren Unterkünften und beim allerersten Tee oder Kaffee fragen wir natürlich, was macht ihr gerne, was habt ihr in eurer Heimat gemacht, was möchtet ihr gerne fortsetzen. Es fällt mir jetzt nicht ganz leicht, aber wir möchten an dieser Stelle, bevor wir einen wirklich fröhlichen Tag verbringen möchten, auch kurz erinnern an das, was in den letzten Tagen passiert ist. Wir denken an dieser Stelle auch an Paris, wir denken auch an Ankara, wir denken an Mali, wir denken an Beirut und an ganz viele andere Orte, wo dieser Krieg expandiert ist, wo dieser Krieg auch mittlerweile bei uns teilweise mit angekommen ist. Und ich weiß von vielen unserer Neubürger, dass sie sehr betroffen sind, dass sie mit dieser Thematik auch im sicheren Europa konfrontiert sind. Wir haben uns aber miteinander dazu entschieden, dass wir dieses Fest feiern wollen, weil wir so glücklich darüber sind, dass wir in Wedel friedlich und ausgesprochen nett und mit sehr viel Freude zusammenleben können. Und dass das gerade die richtige Antwort ist auf diese Tage. Deswegen hoffe ich und freue mich auf ein schönes Fest. Manchmal fühle ich mich hier falsch, wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Der Stau auf der A2 ist mit dir wird schnell vorbei und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii, yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht und wird uns der Alltag hier zu grau. Pack ich dich ein, wir sind da mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke, Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen. Hallo, Lieblingsmensch. Ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke, Lieblingsmensch. Schön, dass wir uns kennen. Mein Land ist klein, aber es hat eine lange Geschichte. Die griechische Mythologie ist überall auf der Welt bekannt. Mein Land hat die schönste Insel. Rumänien ist ein sehr schönes Land. Es hat viele Berge. Rumänien hat ein schönes Meer und viele Strände. Dobre duschli! Mein Land ist klein, aber sehr schön und das Essen schmeckt wunderbar. Khoshamesnis! Mein Land ist groß und hat eine lange Geschichte.
In Serbien, Hauptstadt heißt Belgrad. Serbien ist schön. Ahlan wa sahlan. In Syrien ist schön warm. Und in Syrien alles Hebräisch Arabisch. Schön. Afghanistan hat eine lange Geschichte. Kabul, die Hauptstadt, ist wunderschön. Und ich, das Essen schmeckt sehr gut. Mir sehr wenig. Die Adria ist sehr schön. Drinibar ist ein großer Wasserfall, der zu einem Fluss wird. Brezovica ist ein berühmter Platz, der viele Menschen besuchen. Kommen nach Afghanistan zu Kerl-Kerl-Kerl-Kerl. Sie wissen genau, wohin kamen und wurden vom Wasser. Abenteuer auf dem Meer verbracht. Jeder einzelne Tag wurde ihnen schwer gemacht. Ihnen stoppt der Atem, ihnen floh der Magen. Was sie spüren, ist nur Kälte und Schmerz. So viel Leid und Sinn in ihrem Herz. Sie flüchtet vor dem Tod, vor dem Leben im Not. Sie haben Angst zu sterben, ihre Welt wird nicht entschärft. Kein Verständnis für ihr Leiden. Sie wollen nur Glück und Kummer vermeiden. Dankeschön. أنا عم أدافع عنك من دون ما أعرف شو دينك سمعان يا با كلمة أحنك من رابابا هي هموم الدنيا كلها فيني هي ما عتابة بمجرد إنك ناجح بيطلع ألف واحد ضدك كلمات تتقدم خطة بيحتاروا مين بده يصدق بدك تأسكت وتأسكت طيب أسكت الزنوب البشر فاتت في بعضها كله عايش عالمقلوب لو راكت ورا الشهر ما كنت تارك حالي هون الفرق بيني وبينك واحد إنه بإيدي ميكروفون كون مجنون مثل ما بدك فيك تكون فيك تكون الشدة والضمة فيك تكون السكون أنا صوتي منو ملكي وهبت صوتي لألكن لما بيقرر جمهوري زبت المايك وبعتذركن كلمة ورا كلمة بالجملة وزع رسائل والضمير بالصيانة كل العالم ما له سائل بدك تشتري أفكاري بقدم لك يا هون هدية على البيت بمشيون لسمعك يا هون بغنية اسمعك كلماتي كلها بتخصك عم غني حتى فيك ما بغني حتى راسه ضميرك بعرف نايم بس اللي قامت بيصحى علامات الساعة طلعت كله عم يستنى النفخة طيب الله بيحاسب شو قدمته بالحياة يلي عاش غاية كل حياته على الكفر ما كان Wedlerin, liebe Wedler, liebe Neuwedlerin, liebe Altwedlerinnen und Wedler, von mir im Namen der Stadt Wedler ein herzliches Willkommen zu diesem Willkommensfest. Willkommen an all diejenigen, die bei uns eine neue Heimat suchen. Willkommen an all diejenigen, die die Menschen kennenlernen wollen, die bei uns eine neue Heimat suchen, weil ich glaube, das ist das Wichtigste. Wenn anderes und Fremdes ein Gesicht bekommt, dann verliert man möglicherweise, wenn man sie überhaupt hat, Angst davor. Und deswegen ist es genau der richtige Ansatz, sich hier zu treffen und dass wir uns hier kennenlernen und dass wir uns alle willkommen heißen. Willkommenskultur war vor einigen Jahren ein Wort, wo die Wedler noch gesucht haben, was wollen wir eigentlich damit verbinden. Und heute sind wir ein Beispiel in Schleswig-Holstein und vielleicht auch über die Landesgrenze hinweg. Ich habe gestern gerade mit einer Hamburgerin gesprochen, die Bezug nahm auf dieses Fest heute und die gesagt hat, sie findet es ganz großartig, was wir hier in Wedel leisten. Und das sind insbesondere Sie, all diejenigen, die sich hier in der Flüchtlingshilfe engagieren. Dafür meinen allerherzlichsten Dank. Ich bin sehr stolz darauf, Bürgermeister dieser Stadt sein zu dürfen, weil das wirklich etwas ist, was uns auszeichnet. Ohne Sie, ohne die ehrenamtlichen Helfer, wären wir schon längst am Ende unserer Möglichkeiten. Aber zusammen
sind wir in der Lage, noch viel mehr zu schaffen. Das ist eine große Aufgabe. Lassen Sie uns alle zusammenstehen, lassen Sie uns alle die Hände halten, gemeinsam arbeiten und dann kriegen wir die Dinge weiterhin in den Griff. Alle, die neu in Wedel sind, heiße ich einfach herzlich willkommen. Ich hoffe, Sie fühlen sich hier wohl. Und eine Bitte, machen Sie es uns leicht, indem Sie unsere Werte und unsere Gesetze achten und wir sorgen dafür, dass Sie sich hier wohlfühlen. Vielen Dank. Yeah.
vor dem Auftritt gebeten worden, anzusagen, dass es sich um eine reine Amateurgruppe handelt, dass sie gar nicht richtig gut singen können. Ich habe das extra nicht angesagt, weil ich wusste, sie großartig sind. Ich komme aus Damaskus. Ich bin 18 Jahre alt. Ich habe vier Geschwister. Meine Schwester lebt in Dänemark. Alle anderen und meine Eltern sind noch in Syrien. In Syrien war ich in der 11. Klasse, in der Schule. Mein Leben ist seit 2009 Taekwondo. Ich war syrischer Meister der Jungen unter 18 und vor die Jugendweltmeisterschaft in China qualifiziert. Am 1. Januar 2015 habe ich meine Heimat verlassen, mit 17 Jahren. Seit Ende April bin ich in Deutschland, seit Mai in Wien. Ich bin 17 Jahre alt. Wir kommen aus Ramüşte in Syria und wir sind jetzt gerade in Wedel seit Januar hier in Wedel. Und ich spiele gerne Fußball bei Cosmos Wedel. Meine Hobbys sind Basketball und Schwimmen. Erstmal würde ich nicht nach Hause wegfahren, ne? Aber leider mussten wir hierher kommen. Aber zum Glück, wir haben so viele Freunde gefunden. Und ja. Ich mag an Wedel besonders Schule und die Wedeler. Die hatten so viel uns geholfen, speziell Heidi Kek und Hoseina und noch ein paar Freunde, die hatten Imi und Dieter und so viele Wedeler, die haben uns sehr, sehr geholfen. Ich bedanke mich an alle Menschen und alle Wedeler haben uns geholfen und meine Familie auch. Und was mir ganz, ganz wichtig ist, ich möchte zuerst allen Danke sagen, die hier mit dem Essen geholfen haben. Ihr seid super spitze, es hat ganz, ganz toll geklappt. Viele leckere Sachen, die können Sie alle gerne probieren. Wir haben syrisches Essen, deutsches Essen, türkisches Essen aus sämtlichen Ländern. Ganz tolle Sachen. Wir freuen uns. Thank you.